Und damit blicken wir nun nach Eschweiler. Zugeschaltet ist Professor Uwe Janssens, Intensivmediziner und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Guten Morgen, Herr Professor Janssens. Ja, guten Morgen, ich grüße Sie. Die Osterferien sind vorbei, aber für Sie dürften es harte vergangene Wochen gewesen sein, oder? Ja, das haben Sie gehört und das ist auch kein Jammern auf hohem Niveau. Ich denke, wir haben seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, klar darauf hingewiesen, dass wir in die dritte Welle reinschlittern. Da sind wir drin, die Zahlen steigen, das ist auch nachweislich. Also es ist jetzt nicht irgendwie einen schwarzen Peter an die Wand klatschen, sondern wir haben ein Problem, das Problem wächst und deshalb muss gehandelt werden, endlich gehandelt werden, so wie der Virologe in ihrem Beitrag vorher gesagt hat. Wir können uns das nicht erlauben und jeder muss sich die Frage stellen, was er bereit ist zu bezahlen. Und Tote sind die schlechte Antwort an dieser Stelle und die Belastung der Intensivstation steigt und steigt und steigt. Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe, Herr Professor Janssens? Die Kanzlerin vor 2 Wochen, vor den Osterferien, hat sie großspurig angekündigt, ich werde doch nicht 14 Tage tatenlos zusehen. Sie hat tatenlos zugeguckt. Wie schätzen Sie also die Situation ein? Warum ist nichts passiert? Man weiß doch, wie dramatisch die Situation ist, die Sie auch eben geschildert haben. Ich kann auch tatsächlich nur mit den Achseln zuckeln, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Kanzlerin ist diejenige gewesen, die eigentlich schon im letzten Jahr klar gesagt hat, was passieren müsste. Und das, was jetzt passiert, dass der Bund das Heft in die Hand nimmt, dass er das Infektionsschutzgesetz endlich anpackt, das ist ja eine wirklich gute Nachricht, finde ich, endlich aus diesen dauernden Diskussionen herauszukommen, dass 16 Bundesländer, jeder macht was anderes. Und Sie haben es ja ganz klar in Ihrem Beitrag gezeigt, dieser Flickenteppich wird nicht verstanden. Und da müssen halt alle solidarisch miteinander umgehen. Auch Länder mit einer niedrigen Inzidenz müssen da auch mitmachen. Wiewohl ich finde, es ist ja gar nicht so, dass hier flächendeckend alles umgesetzt wird. Sie können doch unter Inzidenzen von 100 das wieder machen, was lokal gegeben ist. Und deshalb finde ich diese Diskussion, wir würden hier etwas aufoktroyiert bekommen aus Berlin, doch wirklich furchtbar. Ganz schlimm ist es doch, dass wir uns jetzt in einem Wahlkampfmodus befinden. Da befinden wir uns übrigens schon seit langem. Und ich glaube, das hat der Pandemie tatsächlich sogar noch mehrere Vorschübe geleistet, dass dauernd überspitzt Egoismen von Politikern dazu geführt haben, dass Entscheidungen in die falsche Richtung gelaufen sind. Und das, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, kostet Menschenleben. Und das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Aber auch wenn der Bund jetzt mehr Macht bekommen sollte, mehr Zuständigkeiten, die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes kann frühestens Anfang kommender Woche also in Kraft treten. Das ist doch auch wieder verschenkte Zeit und damit spitzt sich doch auch die Situation auf den Intensivstationen weiter zu. Wir werden wachsende Zahlen, zunehmende Zahlen beobachten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Mitarbeiter im Gesundheitswesen können das im Augenblick noch handeln. Auch die Stationen können das handeln. In einigen Bereichen wird es sehr eng, Köln beispielsweise, in anderen Großstädten, auch in Nordrhein-Westfalen ist es bereits eng, Berlin ist es eng. Wir haben es aber auch im letzten Jahr gemacht und wir haben auch im letzten Jahr tatsächlich mitgearbeitet und dafür gesorgt, dass den Menschen geholfen wird. Und das ist unsere Aufgabe. Aber müde sind die Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten, schon seit langem. Und das wird aus dem Auge verloren. Und da würden wir uns von den Politikerinnen und Politikern klare Entschlossenheit wünschen und nicht, dass gesagt wird, die Intensivbetten sind jetzt das Maß der Dinge. Nein, die sollen erst gar nicht belegt werden mit Covid-19-Patienten. Und das bedeutet, dass ich Infektionen runterfahren muss. Und Sie haben doch sehr schön in Ihren Beiträgen seit Wochen gezeigt, was man hätte machen können. Und wir diskutieren über Kanzlerkandidaten, aber wir diskutieren nicht, wie wir durchschaffend endlich dieses Infektionsgeschehen in den Griff kriegen. Das ist doch wirklich nicht mehr nachzuvollziehen und schafft auch Unzufriedenheit. Und deshalb sind die Menschen auch unzufrieden. Und das werden Sie auch an der Wahlurne wahrscheinlich zeigen. Wie lange kann denn das Gesundheitssystem noch durchhalten? Wie lange können die Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte und Ärztinnen dieses Riesen-Corona-Problem überhaupt noch handeln? Sie haben gesagt, im Moment geht's noch. Ja, das Nächste, was jetzt kommt, dass tatsächlich dann die geplanten operativen Eingriffe wieder verschoben werden müssen, heruntergefahren werden müssen, dass Kapazitäten bei Pflegekräften aus dem Anästhesie- und Intensivpflegebereich, die in den Operationszellen arbeiten, freigesetzt werden. Dadurch werden auch weitere Kapazitäten freigesetzt.
Das sind die nächsten Konsequenzen, die wir durchführen können und auch machen. Wir haben Reservekapazitäten. Das heißt, tatsächlich wird Deutschland solche Bilder wie in Portugal halt nicht erleben, wo sich Krankenwagen vor den großen Kliniken stauen und die Patienten dort in den Krankenwagen versterben. Das wird nicht so weit kommen. Dafür haben wir im letzten Jahr trainiert und da sichert die deutsche Intensivmedizin auch der Bevölkerung zu, dass sie das machen wird. Aber was danach kommen wird? Die Mitarbeitenden signalisieren ganz klar, und ich kann Ihnen sagen, wir führen derzeit eine Befragung durch, die zeigt ganz eindeutig, dass weit über 30% auch nach der Corona-Pandemie der Mitarbeitenden sich aus der Intensivmedizin verabschieden werden. Und das ist doch das Allerschlimmste. Pflegepersonal fehlt jetzt schon und es wird danach noch mehr die Lücke. Das sind keine guten Aussichten. Professor Uwe Janssens, vielen Dank für dieses wie immer deutliche Gespräch an Sie und bitte bleiben Sie weiterhin gesund. Wir arbeiten dran. Dankeschön. Sie auch.